Das sind wir wieder bei Paper Mario 2, die Legende vom Äonentor, und wir haben 11 Bubus im Team und müssen jetzt durch diesen Baum gehen und das Sternjuwel finden. Allerdings brauchen wir dazu noch alle Bubus und da sind die ja noch welche eingesperrt. Und da müssen wir eine Schüssel finden und wir haben jetzt zwei Wege und ich gehe erstmal die Röhre nach unten. Ich glaube sogar, dass es hier gar nicht weitergeht, oder? Dann bleibt kurz hier. Ich guck nur kurz. Eine Insignie. Komm, hat sich doch schon gelohnt. Jetzt haben wir 0 von 11 Bubus im Team, weil wir die da jetzt zurückgelassen haben. Donnerzorn ist besser als eine Feuerblume. Jetzt sind sie wieder im Team und folgen uns auch. Die Frage ist, wie kommen wir jetzt darüber? Wir können hier das Bubu W einsetzen. Dann gehen sie alle auf diese Position. Das soll einfach nur helfen, damit man sie besser rüberpusten kann. Los, Arona. Jetzt kommen sie da als Seifenblasen und wir müssen sie alle darüber pusten. Kommt noch jemand? Okay, es waren alle. Und ich denke schon, was ist denn jetzt los? Okay, gut, das hätten wir. Das Problem ist halt, dass wenn man später mehr von diesen Bubus hat, dass sie dann zum Beispiel hier runterfallen können und sonst was. Ja, an den Gegner habe ich gedacht, deswegen habe ich Gumbrina rausgeholt. Und die Bubus haben Angst vor denen. Dann schrecken sie auf und wollen weglaufen. So, Scanner. Das ist eine Fadula. Pfui, Spinne. Die ist ja riesig. Magic KP 5, Angriff auf 2, Verteidigung 0. Boah. Beim Angriff können sie bis zu 3-mal hintereinander schießen. Bei der Verteidigung kommt es also auf das richtige Timing an. Die Bubus mögen Fadulas wohl auch nicht besonders. Kaum sehen sie eine, schon ergreifen sie die Flucht. Ist doch verständlich, oder? Naja, naja. Okay, dann greifen wir mal weiter an. Schade, kriegen leider nicht das Bingo. Ja, entweder greifen sie dreimal an und einmal einen sehr starken Schuss. Wir haben noch keine BP verschwendet, deswegen beenden wir den Kampf schnell. Kommt ihr zurück? Ja, danke. Das ist nett von euch. Hier ist so ein Stein. Konnte ich den mit Arona wegmachen? Ich glaube nicht. Doch. Sind ein paar kleine Rätselchen. Okay, da ist eine Insignia. Die holen wir uns dann auch gleich. Kann Arona auch Piranha-Pflanzen angreifen? Das muss ich ausprobieren. Nein. Schade. Aber das musste ich halt ausprobieren. Habt ihr die Steine da gesehen? Hab grad nur die falsche Taste gedrückt. Sehr schön. Die Insignie holen wir uns sofort. Geht's denn hier weiter? Wir wissen ja, da ist die Flugplatte gewesen.
Tatsache, hier würde es weitergehen. Was die Flugkarte macht, das würde ich gerne wissen. Die Bubus kommen nicht mit, ne? Ah, damit kommen wir an die Insignie ran. Das ist schön. Dann holen wir uns schnell die Bubus wieder. Na, kommt her. Oh, die hängt ja fest, oder? Dann lassen wir die mal in Ruhe. Oh. War da irgendwo ein Bubu alleine? Nö. Ah. Mario, da war einer von den Pikatus. Die Bubus und die Pikatus sind schon seit Urzeiten verfeindet. Bubula sagte, dass sie sich mit diesen Typen verbündet haben, um uns zu vertreiben. Aber ich hatte sogar einen Freund unter ihnen. Pixel. Ob der jetzt wohl auch unser Feind geworden ist? Jetzt habe ich Angst, dass sie hier runterfällt. Oh, das machen die ziemlich gerne. Gehen wir hier rein. Verfolgen wir sie. Da sind sie, die Pikatus. Es sind nur 10, die schaffen wir. Na los, Mario. Auf sie mit Geröll. Stirb. Seid ihr K.O. oder wieso? Verdammt, kommt. Sie haben uns überrannt, wir ziehen uns zurück. Ja, das passiert manchmal. Leider weiß ich nicht, Mist, wir haben verloren, wir müssen uns was einfallen lassen. Kann man diese Pikachu nicht einfach irgendwie wegblasen? Ah. Dann habe ich nicht gedacht. Ich dachte, das machen die automatisch so. Da rennen sie. Geschafft, die Pikatus sind alle besiegt und jetzt müssen wir nur noch ihre Festung erstürmen. Auf sie. Ah, ich finde das so schön. GG. Eine Festung weniger. Stirb. Jetzt frage ich mich. Oh mein Gott, jetzt wird es langsam schon ein bisschen schwieriger. Okay. Bubu Stern Mondsonne. Bubu Stern Mondsonne. Hier gibt es den blauen Schlüssel, oder? Oha, wie ich gehackt habe, um das zu sehen. Das muss der Schlüssel für die Zelle sein, in der die anderen Bubus gefangen sind. Wir sollten sie schon letztes befreien. Sonst gibt es hier nur eine Röhre. Bubu Stern Mondsonne. An die Röhre kommen wir eh nicht ran. Ja, gut. Was war denn die Röhre? Was soll jetzt nur aus uns werden? Hey Bubuja, was versteckst du da eigentlich? Nur ein Pilz. Der ist ja schon total vertrocknet. Hm, weißt du denn? Weißt du? Den hatte ich für Bubuja gepflückt. Aber inzwischen ist er wohl vertrocknet. Ach, Bubuyo, wo bleibst du nur? Mach dir keine Sorgen, er wird schon kommen. Ja, später haben wir eine ganz gute Glitch-Armee. Obwohl, wenn sie sich bewegen, dann stehen sie nicht mehr so rum. Aber wenn sie stehen bleiben. Ich würde sagen, ich bin sogar fast dafür, dass wir erstmal weitergehen, weil ich wissen möchte... Pass auf. Die Röhre hier ist nur, falls wir runterfallen, glaube ich, oder?
Nein, hier ist auch noch eine Tür, aber die ist verschlossen. Das ist aber wahrscheinlich wieder eine Abkürzung. Und sonst gibt es hier einen Speicherpunkt. Okay. Wir haben zwei Bubus verloren. Und da fängt es an. Da. Okay. Das war irgendwie komisch. Da haben sie sich irgendwie verhakt. Ich befreie die Bubus noch nicht, weil es sind, wie gesagt, 100 Stück. Und das ist... Damit komme ich viel weniger klar. Hallo? Wie kann ich... Kann ich die Spinne auch irgendwie angreifen? Die Spinnen müssen wir auf jeden Fall wegmachen. Da gibt es kein Entrinnen. Donnerzorn. Blitzschlag gegen alle Gegner. Angriffskraft 5. Machen wir noch nicht. Verdammt, ich bin so unschlüssig. Okay, diesmal gab es keinen Ton, bis auf das Plattmachen. The fuck? Was haben wir erlebt, Leute? Was haben wir gemacht? Pepper Mario 1 ging das bei normalen Gegnern bis ins Unendliche, aber hier ist es nicht mehr so. Na toll. Aber ich hoffe, es ist nicht schlimm. Oh cool. Wir kriegen unsere AP aufgefrischt. Mal gucken, wie viel... Wie viel hat die Spinne denn schon verloren? 3. Wenn der Rona nicht trifft. Das wäre schade eigentlich. Komm, triff. Oh. Das war wieder so ein unnötig Lagerkampf. Meiner Meinung nach. Jetzt haben wir die Bubus wieder, aber am liebsten würde ich die eigentlich hier unten lassen, weil da kommt ja noch eine Spinne. Es sei denn, ich habe eine Idee. Hier, dich haben wir auch schon lange nicht mehr gesehen, Kupio. Ah, die ist in der Mitte, ne? Naja, jetzt ist eigentlich auch egal. Benutzen wir den Donnerblitz. Oder ich so. Das Maxi-Beam machen wir. Den Donnerblitz heben wir uns auf. Muss ich dabei wieder konzentrieren, damit wir die Kreise alle treffen. Exzellent, wir haben die volle Kraft. Und das macht dann 6 Schaden an alle Gegner. Vielleicht kriegen wir in dem Part noch ein Level ab, obwohl die 15 Minuten eigentlich erreicht sind. Da ist ein Orden. Wie kommen wir an den Orden ran? Ausweich der P. Das P steht immer für unsere Teammates, also in dem Fall an Kupio und so, aber werde ich eh nicht ausrüsten. Ich hoffe, ich kann mich erinnern, was ich tun muss, denn ich muss jetzt leider aufhören aufzunehmen.
Und im nächsten Part werde ich hoffentlich meinen neuen PC haben. Nein, nicht meinen neuen PC. Ich werde ihn dann neu aufgesetzt haben. Und ja. Und dann werde ich weiterspielen. Vielen Dank fürs Ansehen. Bis dann. Tschüss.